Hi und herzlich willkommen zurück zu Outlaws of the Old West, Folge 15. Hier ist unser nettes kleines Lucky Horse. Oh, so klein ist es gar nicht, fast so groß wie wir. Und wir sind am See angelangt. Schöne Atmosphäre hier. Fliegen irgendwelche Gänse oder so durch die Gegend, keine Ahnung. Das Ganze ist nett. Wir müssen mal gucken, wie wir den See jetzt hier irgendwie, wie wir da runterkommen. Da unten ist ein Bär, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ein bisschen schauen, dass wir dem Pferd hier nicht die Beine brechen. Ja, und ich würde jetzt mal zum Fluss runterreiten. Ah, eine Sache gucken wir noch, ob das jetzt alles... Ja, gerade Wolf gehört. Sehe nichts. Okay. Ich will erstmal kurz gucken, ob jetzt alle Sachen noch in unserem Pferd sind. Sieht gut aus. Hier oben ein bisschen Lebensmittel, die nicht mehr intakt sind, aber hier unten ist alles drin. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann nehmen wir auf dem Weg nach Hause hier noch ein bisschen Kohle mit. Sammeln noch ein, zwei Ressourcen ein und machen uns dann auf den Heimweg. Ja. Und werden versuchen, da unten irgendwie an den Seerand zu kommen, sodass wir den auch ein bisschen mehr entdecken und dann entsprechend auf der Karte haben. Vielleicht können wir auch am... Ist das dann Westufer lang reiten? Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Bären hier umgehen. Oh, wir hängen fest. Wir hängen im Bären fest. Nein. Oh Gott. Ich komme nicht raus. Nein. Oh mein Gott. Wir wurden vom Bären getötet. Am See. Oh. Weil wir im Bären fest saßen. Sind jetzt aber immerhin mit Unterwäsche im Haus respawned. Ah, das ist ja sehr fies gerade. Okay. Wie kommen wir jetzt da wieder hin? Okay, das ist schlecht. Also wir sind erstmal wieder zu Hause. Wir haben keine Bewaffnung und auch kein Pferd. Das heißt, ich werde jetzt mal gucken, dass ich mir vielleicht irgendwie, schauen wir mal, einen Lasso zusammencrafte. Kann ich hierüber nicht machen. Müssen wir mal kurz gucken, wie war denn das? Ah, wir sollten also für die nächsten Male ein Zweitlasso bereithalten. Damit wir zumindest ein Pferd kriegen können. Oder ist unser Pferd vielleicht hier, weil es dann zu uns zurückläuft? Wartet mal kurz, da drüben ist allerdings der Bär. Nee. Aber hier ist irgendwas in unsere Falle gelaufen. Einen Bison. Ah ja. Wenn wir die Falle mal reaktivieren. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie kriege ich denn jetzt... Also wir nehmen uns erstmal hier ein paar Sachen mit. So, pack das da rein, mach das mal an. Okay, dann haben wir das erste schon. Unser Ort ist da oben, wo wir gestorben sind. Da müssen wir jetzt wieder hin. Laufen wäre irgendwie blöd. Mal schauen. Ah, hier war das Lasso. Lasso braucht Rope. Und dafür brauche ich dann Pflanzenfasern. Okay, also wir müssen jetzt hier irgendwo mal hinlaufen und Pflanzenfasern besorgen. Und vielleicht uns auf dem... in der Zwischenzeit nicht von den Bären töten lassen, wenn es irgendwie geht. Mal mal... nichts rum. Das könnte Pflanzenfasern geben, ja. Das hier oben sieht auch ganz gut aus. Ah, ich habe doch auch welche im Container. Ah. Okay, dann können wir jetzt wieder zurücklaufen. Aber ich kann hier schon mal... Gehe ich da von 10 hin? Oh, kann schon mal ein paar anfertigen lassen. Dann würde ich mal versuchen, dass wir vielleicht einen Lasso uns craften. Ah, und guck mal oben, unsere Moral ist auf 0 jetzt. Natürlich auch fies. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Ne, falsch. Hier. Gucken, ja, jetzt können wir ein Lasso craften. Ach Quatsch, Take All ist doch Quatsch. So, craften ein Lasso. Nehmen wir hier... Wo ist das? Hinten in dem Schränkchen. Auf jeden Fall noch eine Waffe mit.
Mal gucken, die mit Pistol Ammo. Okay. Nehme ich hier so einen Peacemaker. Und dann von drüben das Lasso. Ja. Sind wir halbwegs ausgerüstet. Und können uns so hoffentlich auf den Weg machen. Ja, also nächstes Mal wissen wir, man kann in Beeren hängen bleiben. Oh, guck mal, da ist das Bison. Muss ich mal gucken. Auf der Karte ist das jetzt nur markiert. Nach Osten. Nordosten. Okay, also. Wir bewegen uns jetzt nach Nordosten. Wird auch bald dunkel, aber wir müssen unser Zeug, unser Equipment zurückkriegen. Und das, mein Problem wäre jetzt auch, ob unser Pferd uns zurückfindet. Uns wiederfindet. Aber wartet mal, da vorne ist erstmal ein Pferd. Werde ich mal versuchen zu fangen, damit wir uns schneller fortbewegen können. Super, das hat schon mal geklappt. Also, das Auswerfen. Jetzt müssen wir noch gucken, dass was... Oh, das war daneben. Zack. So, wunderbar. Super, jetzt haben wir ein Pferd. Na komm. Super. Damit sind wir jetzt schon ein bisschen schneller unterwegs. Können auch Gefahren besser ausweichen. Und machen uns jetzt erstmal auf den Weg zu unserem Loot. Ja, also zu unseren Überbleibseln. Wir müssen hier nach Nordosten. Versuche ich mal die Richtung so ungefähr beizuhalten. Und hoffe, dass wir jetzt nicht wieder in einem Bären hängen bleiben. Also das war jetzt echt, naja, so eine halb dumme Aktion und halb, na Bug will ich nicht sagen. Aber wir haben erst danach gelernt, dass man anscheinend da hängen bleiben kann. Ich dachte, wir reiten einfach an dem vorbei und dann rennt er uns halt hinterher und wir rennen dann mit dem Pferd vor dem weg. Ah, aber dem war nicht so. So, ich schau mal auf die Karte, wo bin ich? Okay, Ziel stimmt ungefähr. Wir müssen da allerdings dann irgendwie den Berg hoch. Ah, so war die Folge nicht geplant. Ich dachte, ich reite wieder nach Hause und alles ist gut. Und ich werde jetzt wahrscheinlich noch das Problem haben, dass mein Eis... mein Eis müsste da noch rumliegen im Loot. Aber vom Pferd, die Sachen müssten ja dann weg sein, oder? So, ich pack mal hier... beim Pferd ein bisschen was in die Energieanzeige rein. Dass es ein bisschen länger im Galopp reiten kann. Mal um. Irgendwo... Oh, da ist so eine Bergziege. Nee, das ist keine Bergziege, das war ein Reh. Rehe rennen weg. Bergziegen sind ja leicht aggressiv, wie wir gemerkt haben. Wir müssen jetzt hier wirklich mehr nach Nordosten, also quasi in die Richtung. Das scheint dann so eine Art Bergsee zu sein. Oh, da ist ein Bär, dem umgehen wir aber mal lieber. Oh, und hinter uns war noch ein Wolf. Oder ein Kojote, glaube ich, ne? Okay. Wartet mal. Der Baum hier sieht irgendwie interessant aus. Würde ich mir ganz gern mal angucken. Sieht doch aus wie ein Apfelbaum, oder? Na gut. Kann ich aber die Früchte anscheinend nicht nehmen. Da oben ist eine Ziege. So, jetzt stimmt die Richtung wieder. Ist wirklich alles Nordosten. Hier war noch... Okay, das ist irgendein anderes Tier. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, wo wir genau hinreiten. War dann gerade Blutspuren an dem Felsen? Sah nur so aus, oder? Okay. Gut. Naja. Dann haben wir auch noch das Thema, dass gleich das Licht weniger werden wird. Vielleicht schaffen wir es noch vorm Sonnenuntergang. So, da ist der See. Alles klar. Mal, kommen wir hier runter. Sieht gut aus, aber jetzt wird es dunkel. Das ist fies. Ich weiß nämlich nicht mal, ob ich meinen Körper wiederfinde, wenn es stockdunkel ist.
Die ist ja richtig groß. Zieht sich hier so rum. Ich versuche mal auf der Seite runterzukommen irgendwie. Schauen wir mal. Oh. Jetzt wird es hier noch dunkel. So ein Mist. Ich will hier aber auch eigentlich nicht die Nacht verbringen. Und in der Mitte ist so eine Art Insel. Cool. Ich werde mal mit dem Pferd ein bisschen langsamer reiten, dass wir nicht zu viel Energie, also nicht zu sehr am Minimum sind, damit wir gegebenenfalls noch sprinten können, wenn es notwendig wird. Boah, jetzt kriege ich auch immer einen Schock, wenn irgendwo was hängt. Mal. Das Ganze scheint dann dort im Norden gewesen zu sein, ja. Boah, der ist ja riesig, der See. Der geht hier auch noch durch. Also hier rum, ne? Okay, dann müssen wir halt hier einmal rum. Das ist eine riesige Felsplatte. Okay. Verdammt. Ich habe noch den falschen Weg gewählt. So, und der Bär ist ja wahrscheinlich auch immer noch da. Okay, und jetzt wäre es eigentlich nur noch nach Norden. Versuch mal hier oben lang zu kommen. Okay, Richtung passt. Dann reiten wir hier auf dem Bergkamm lang, in der Hoffnung, dass hier noch ein bisschen mehr Licht ist. Und ich hatte jetzt auch keine Lust, bis zum Tagesanbruch zu warten, dass wir wieder ein bisschen mehr sehen können. Und wir werden auf jeden Fall ja noch den Bären haben, der da gleich auf uns wartet. Okay, hier geht der See auch noch um uns rum entsprechend. Also nicht um uns rum, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also der führt dann noch Richtung Osten immens weiter. Weiß ich gar nicht, ob wir hier jetzt rüberkommen. Werden wir gleich sehen. Okay, und hier sind jetzt auch schon wieder Schluchten. Oh. Okay. Hier hängen wir jetzt fest, ja. Okay, so. Dem Pferd können wir jetzt ein paar mehr Punkte geben, so. Und gucken mal kurz. Ist immer noch ein Stück hier rum. Wird aber lieber hier über den Weg reiten. Vorne am See waren doch ein paar mehr Klippen, wenn ich es richtig gesehen habe. Oh. Es hat jetzt hier auch so ein bisschen mehr was von Western noch, von mit diesen Canyons. Auf jeden Fall ganz schön. Hier kommen wir jetzt, hier ist quasi Wüste. Ah. Mit so Canyons, also ist ja eine schöne laue Nacht, durch die wir hier reiten. Ne? Man sieht auch den Mond. Hier ist es jetzt relativ hell durch den Mond. Mal, die richtige Canyons. Auch sehr schön. Genau, und hier sind wir jetzt an so einer Einlassung von dem See. Das ist aber noch ein gutes Stück nach Norden. Wir müssen jetzt finden, dass wir da irgendwie auch lang... Ups, da irgendwo lang kommen. Also entweder hier rechts oder links lang. Links wird nicht funktionieren. Und rechts kommen wir nie im Leben da hoch, also müssen wir hier unten lang. Mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo hochkommen mit dem Pferd. Ah, das sieht gut aus. Hakt ein bisschen, aber wir kommen darüber, sehr gut. Sind jetzt auf der östlichen Seite vom See. Hier wird es jetzt auch ein bisschen grüner, das ist gut. Heißt, wir kommen mehr in die Region, aus der wir gefallen sind. Okay, ich sehe hier gerade gar nichts mehr. Hier noch irgendwo hoch. Ah, vielleicht da vor uns. Da war irgendein Tier gerade. Okay. Ein gefährliches. Gut. Oh,
Oh, jetzt sind wir hier einmal um den kompletten See rum, was natürlich ganz gut ist, dass wir das jetzt so ein bisschen erkundet haben. Ups, hier sind Steine, hier wird es jetzt auch wieder dunkel. Warum? Wo ist der Mond? Ja, der Mond ist auch schon... Ne, da vor uns ist der Mond direkt. Auch sehr schön, wenn wir hier so im Mondeslicht stehen. So, und hier müssen wir jetzt irgendwo in die Richtung, ja. Boah, wo hängt... Ah, man hängt hier echt leicht fest, ne? Und dann ist man für so einen Bären natürlich eine gute Beute. Das hier, das Teil, oder ist es noch weiter? Bin mir nicht ganz sicher, wo wir runtergegangen sind. Das müsste ja hier irgendwo sein. Jetzt stimmt. Okay, also die Richtung stimmt jetzt. Hier rechts ist auch noch irgendwo ein kleiner See. Wird jedenfalls auf der Karte so angezeigt. Gut, okay, müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Wir versuchen unser Zeug wieder zu besorgen. Mal auch Essen. Wir haben ein paar Beeren. Könnte ich hier mal ins Pferd packen. Dann könnte ich hier auch mal einen Happen essen. Okay. So. Dann sind wir wenigstens erstmal wieder satt. Das Pferd sollte auch hier rüber sich vielleicht... Genau, das ernährt sich jetzt aus diesem Essensteil dort. Und jetzt sind wir eigentlich an der richtigen Position. Also laut dem X hier. Naja gut, ist noch ein Stück weg. Hol schon mal die Waffe. Er weiß, wo der Bär gerade ist. Der Pferd ist nochmal aufgestiegen. Sollte eigentlich aufgestiegen sein. Ah. Ist nicht... Oh. Doch, da vorne steht was von Dead Body. Das ist aber nicht unser Pferd hier, oder? Nee. Okay. Ah, da ist unser Pferd. Aber wo ist der Bär? Okay, also du bist auch unser Pferd, ja? Ich erinnere mich. Ich sehe den Bären aber nirgendwo. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal um unseren toten... Genau, hier haben wir jetzt alles. Da ist nichts mehr drin, ne? Guck nochmal rauf. Take all money. Ah ja, richtig. Geld hatten wir ja auch noch. Hätte ich fast vergessen. So, dann hüpfe ich mal auf unser altes Pferd wieder drauf. Reit mal hier hoch, dass wir ein bisschen was sehen können. Hier ist ganz gut, hier habe ich eine gute Übersicht. Sehe erstmal nichts. So, und jetzt muss ich mal gucken. Also, wir hatten ja hier eine Axt. Achso, die sind jetzt wieder drin. Okay, gut. Das Teil. Kann ich das hier noch reinpacken? Nochmal hier Sword und Auto-Stack. Okay. Kann ich die Teile damit reintun? Und der Rest passt jetzt. Pferd hat auch alle Sachen, die wir wollten. Steige ich mal ab und sammle hier noch ein bisschen Baumwolle mit an, rein, wenn die hier gerade steht. Sehe nichts. Ich würde aber gern hier nochmal das Lasso ausprobieren. So, wenn ich das jetzt nämlich auf Lead stelle. Ja, dann habe ich es ja an der Leine. Kann ich das mit dem anderen Pferd irgendwie verbinden? Nee. Oder folgt mir das jetzt? Also es folgt mir, es ist aber glaube ich nicht mit der Leine verbunden. Okay. Gut, dann lassen wir das mal. Drüben ist auch irgendein Tier, aber auch nichts Böses, glaube ich. Müssten wir nicht eigentlich irgendwo noch... hier haben wir eine Fackel.
Immer wieder ein bisschen Licht. Aber das ist auch marginal. Und es ist schon 4 Uhr. Das heißt, wir könnten auch überlegen. Ob wir irgendwo ein Lager aufschlagen. Wird ja demnächst dann wieder hell. Und ich würde hier eigentlich gerne, nicht gerne im Dunkeln, im komplett Dunklen runterreiten. Sag mal, ich mach mal ganz kurz das Fenster zu, wartet mal. Das war jetzt quasi auch in der Hoffnung, dass ich ein bisschen mehr auf meinem Bildschirm erkenne, wenn die Sonne nicht so reinscheint. Naja. Aber es wird gefühlt ein bisschen heller. Reite mal hier langsam runter. Gucke mal, folgt uns das andere Pferd. Gut ist, das ist gut. Und ich würde jetzt versuchen... Es ist stockdunkel durch diese Felsen. Okay, aber wir kommen hier zumindest runter an den See. Und ich würde jetzt versuchen, auf der anderen Seite des Sees, weil er sich dann nicht so extrem ausdehnt, zurück nach Hause zu reiten. Guck mal, ob uns das andere Pferd folgt uns sogar noch. Das ist gut. Jetzt sollte jetzt auch gleich wieder Tag werden. 6 Uhr, wann geht die Sonne auf? Ich weiß es nicht genau. Na gut. Okay, also wir reiten jetzt von hier nach Hause. Apropos reiten, wir müssten mal... Ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Hier unten ist auch eine ganz nette Stelle, um vielleicht zu siedeln an dem See, würde ich sagen. Ganz nett aus hier. Wobei man hier ins Hinterland natürlich schlecht hochkommt. Man denn schauen. Wir sind jetzt hier. Okay. Wieso haben wir eigentlich unsere Klamotten nicht wieder angezogen? Das könnten wir ja mal machen. Gib die mal hier rüber. Da. Ruhe. Wo ist unser Mantel hin? Lena. Hemd haben wir noch. Wo ist denn unser Mantel? Ah, da. Oh, jetzt sind wir wieder halbwegs ausgerüstet. Handschuhe noch an. Unser anderes Pferd haben wir jetzt allerdings verloren. Ich weiß nicht genau, wo es sein könnte. Gut, aber sich um zwei Pferde zu kümmern, ist hier auf jeden Fall schwierig. Deswegen lassen wir das mal. Reit hier in die Richtung am Wasser weiter. Dann haben wir den See auch auf unserer Karte schön drauf. Das ist doch... Guck mal, wie schön das hier ist. Wartet mal. Zack. Schönes Foto im Sonnenaufgang. Und weiter geht's. Ja, dass wir so blöd am Ende des Tages sterben, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber, naja, manchmal ist es so. Ich werde hier mal kurz absteigen. Und... Zack. Noch ein bisschen Salz mitnehmen. Da hinten ist definitiv ein Bär, den sehe ich schon. Am ganz quasi geradezu am Ende des Sees da. Aber noch ein gutes Stück weg. Oh, bisschen Salz. Und hier drüben war, wenn ich es richtig gesehen habe, noch Kohle. Die nehme ich doch auch gleich mit. Oh, Essen ist okay. Haben wir auch hier alles. Haben Gott sei Dank jetzt nicht komplett alles verloren. Dadurch, dass das... Genau, hier haben wir jetzt die Kohle. Die Kohle kann ich auch mal hier rüber packen. Noch irgendwas anderes in 100er Stacks. Sieht nicht so aus. Okay, dann ziehen wir weiter. So, die Sonne ist ja auch schon wieder da. Ich gehe mal davon aus, dass wir es jetzt demnächst nach Hause schaffen. Mal gucken.
Hier der See oder was ist das hier überhaupt? Irgendwie so. Wie so sandbrauner. Mal hier den Bären ein bisschen zu umlaufen. Mal zurück, ob er hinter uns ist. Nö, verfolgt uns nicht, alles gut. Da hinten sind allerdings Banditen. Können wir natürlich mal gucken. Guck mal, die bekämpfen da irgendwie ein Tier. Ein bisschen auf den Bären achten. Jagen das anscheinend. Rennen die jetzt auf. Wieso rennt denn der Bär jetzt auf uns zu? Keine Ahnung. Kommen wir auch nicht hoch. Hier sitzen wir in der Falle. Also ein bisschen aufpassen. Hier würden wir hochkommen, okay. Die rennen jetzt aber da lang. Okay, dann lassen wir die mal. Das war vielleicht dann schon genug für Gefahr für eine Folge. Reiten hier in die Richtung, zumal es jetzt auch anfängt zu gewittern. Wir aus der Karte wieder ein bisschen rauszoomen, haben den großen See entdeckt. Alles gut. Da drüben sind auch schon wieder, warte mal, Banditen. Also ich sehe zumindest zwei, die sich dort vielleicht mit dem Bären anlegen. Wartet mal. Den einen habe ich erwischt. Habe ich ihn erwischt? Weiß ich nicht. Gangmember. Der liegt jetzt da. Ich wechsle mal. Hänge ich mit dem Pferd schon wieder fest, oder wie? Okay. Ja, dann muss ich wahrscheinlich den Bären töten. Tut mir leid. Okay. Achtung, und da hinten kommt ein Gangmitglied. Ein ziemlich starkes Gangmitglied. Müssen wir hier mal so einen Bogen laufen. Oh, die laufen auch so komisch. Haben wir sie alle. So, dann werden wir sie jetzt noch einsammeln müssen. Oh, hier looten. Oh, guckt mal, Goldbarren. Und was haben wir hier? Rifle Ammo, das ist immer gut. The Ivan added. Ah, okay, das ist irgend so eine, so ein Gewehr. Okay. Haben wir schon 27 Schuss für die Rifle, das ist auch gut. Müsste jetzt allerdings noch unten die anderen Toten wiederfinden. Schauen. Drüben ist noch ein Bär. Hier ist die Kohle. Okay, hier liegt das vom Leader auf jeden Fall. Okay. Hier ist das Bärenloot, das ist gerade verschwunden. Da muss ich aufpassen. Willst du vielleicht abhauen oder greifst du uns an? Alles gut. Ich will nur den looten. Alles okay. Will dich nicht töten. Alles gut, kleines Steinbockviech. So, dann haben wir jetzt hier alles zusammen, hoffe ich, ne? War mir das jetzt auch mal hier die Kohle einzusammeln. Wir haben jetzt 29 Gold. Ja, das Zeug können wir wegschmeißen. Und machen uns jetzt hier auf den Heimweg.
Meine Güte, das war vielleicht heute eine Folge. So viele Sachen, die wirklich nicht geplant waren. Das war dann, ja, wir hatten halt ein bisschen Pech. Zumindest mit den Bären. Jetzt hier mit den Banditen, da haben wir uns jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber da ist noch alles gut gegangen. Mal, kommen wir hier durch irgendwo? Sieht es nach einer Schlucht aus, wo man durchkommt? Das sind die klassischen Schluchten für Hinterhalte. So, und jetzt kommen wir aber hier wieder Richtung Heimat. Mich nervt ein bisschen an diesem See hier, an diesem Gebiet, dass es alles so hoch ist, dass man es nicht überschauen kann. Dass überall Klippen im Rücken sind, sodass man, wenn man irgendwo hinrennt, nicht weiterkommt. Weil da dann eben Klippen sind, so wie hier jetzt, wo wir nicht in die richtige Richtung reiten können. Sondern hier so einen Umweg um den Berg rumgehen müssen. Ich meine, das ist natürlich realistisch und ist auch cool so gebaut, gefällt mir. Aber für ein Lager ist mir das hier zu geschlossen im Rücken. Muss ich nicht haben. Ja, und da, wo wir jetzt eigentlich hinlaufen wollen, ja, da vorne waren doch, hören können, dass da oben Banditen waren. Hier kommen wir jetzt halt auch nicht gut rüber und müssen uns irgendwie einen Weg nach Hause suchen. Und das machen wir dann aber in der nächsten Folge, beziehungsweise ich würde sagen, ich reite jetzt hier nur nach Hause. Ich melde mich, wenn ich wieder zu Hause bin. Und wir sehen uns in der nächsten Folge hier bei Outlaws of the Old West. Bis dann, macht's gut.